jetzt zu meinem nächsten Trick. Alter! Nicht schlecht. Das Schiff von den Avengers. Und ein herzliches Willkommen zurück zu LEGO Dimensions Video oder Kampagnenvideo Nummer 20. Wir müssen Doc Brown in seinem DeLorean hier raushelfen. Der hat sich ein bisschen verirrt, wollte wohl nicht in den Wilden Westen. Wenn wir den guten Mann mal helfen und gucken, was wir für ihn tun können. Es steht nämlich eine Kutsche im Weg. Sowas Blödes. Ach hier, eine Säge. Warte mal, ich weiß noch nicht genau, ob das jetzt auch was mit dem DeLorean zu tun hat. So, reicht das denn schon? Muss ich einfach loslassen? Nee. Also, warte mal. Was willst du denn von mir? Den Stick nach unten halten. War jetzt auch nicht ganz so innovativ. Da kommt man jetzt auch nicht unbedingt automatisch drauf. So. Aber hier war noch was zum Zerstören. Ich unaufmerksamer Lego-Spieler, ich. Ah, das sieht mir aus, dass wir so eine Art Rampe wahrscheinlich wieder für ein Fahrzeug bauen oder so, mit dem wir dann sicherlich die Kutsche wegziehen können. Gut, als nächstes ist Wildstyle dran. Schwupp. War das so gewollt? Ne, ich will eigentlich runter. Eigentlich will ich runter. Genau dahin. Ah, das kann ich jetzt schieben, ne? Eigentlich kann ich sowas schieben. Ach ne, ich muss es wahrscheinlich ziehen. Muss ich es ziehen? Ne. So, was kann man hier machen? Ah, ich muss erstmal was zerstören. Erstmal was zerstören und zusammenbauen. Ah, ja klar, logisch. Kann doch nicht über die Lego-Steine rutschen, Mensch. Ach, doch klar. Oh, auf, mitten auf dem wunderschönen DeLorean. Das war jetzt auch nicht so nett. Gut. Wunderbar. Ich wusste, es würde irgendwann funktionieren. Danke. Ich gehe jetzt zur Mine. Nehmt euch vor Mad Dog Tennen in Acht. Wenn meine Informationen zur Geschichte von Hill Valley stimmen, eilt ihm sein Ruf voraus. Ach, da waren ja Pferde in der Kutsche. Man muss nicht jede einzelne Aktion in der Welt von Lego Dimensions erklären. Zumindest nicht mit Logik. Vielleicht ist das der verrückte Hund, den der Doc erwähnte. Er ist in Menschengestalt unterwegs. Ist er ein Gestaltwandler? Ich glaube, Mad Dog ist nur ein Name. Niemand nennt mich Mad Dog! Und schon gar nicht so eine rausgeputzte, milchgesichtige Mistfliege! Hilfe! Hallo! So ein Schwachsinn! Ist. Er ist die Quelle der Energiesignatur. Ja, ich kann es fühlen. Dieses Universum ist nicht groß genug für uns vier. Warum haust du da nicht ab? Weil ich hier was zu erledigen habe, Fremder. Und ich glaube, ihr möchtet euch darin einmischen. Na, dann versucht doch mal, uns daran zu hindern. Batman! Du weißt schon, dass du keine Knarre hast, oder? Oh Mann. Alter! Nein! Oh, meine Güte! Ganz schon! Bumm! Bewegung! Das ist einfach zu geil! Dieser Markt bestimmt nicht. Okidoki, wir haben ein neues Rätsel. Und da sehe ich auch schon das Symbol. Was ist das denn los? Alter! Sith Ninjas!
Ach, ist das jetzt wieder so ein doofer Kampf, wo man ein Rätsel lösen muss, während man gegen irgendwelche Gegner kämpfen muss, die unendlich viel hinterherkommen? Ich weiß es nicht. So, warte mal. Ich vermute es mal ganz schwer. Ich tue trotzdem erstmal alles zerstören, um Legosteine. Das ist jetzt total geknackt, ne? Man soll hier was tun, Rätsel lösen. Und was mache ich als erstes? Zerstöre Dinge und sammle Legosteine. Aber die sind dann eben gerade auch im 100%-Modus nicht uninteressant. Umso mehr Steine wir nämlich haben, umso mehr Gedöns können wir dann nämlich, bauen. Was uns den 100% näher bringen wird. So, da haben wir nochmal eine Speicherstation. Die heben wir uns kurz auf. So, nee, das ist ja eine echte Wasserpumpe. So, alles klar. Das Auto können wir noch kaputt machen. Die Spezialität von Owen. Ah, siehst du mal, da kommt auch das Ding zum Vorschein. Wo wir dann die Farbe ändern können. Also, rote Farbe. So, da können wir noch irgendwas machen. Das macht jetzt mal Gandalf, würde ich sagen. So. Oh, was ist das denn? Schleim? Nur Charaktere wie Aquaman können Gefahren beseitigen. Na, das können dann auch wieder nur... Achso, ja klar, okay. Slimer kann das auch, ansonsten wieder bloß Charaktere, die Wasser versprühen können. Okidoki. Aber wir haben zumindest schon mal das blaue Feld, das rote Feld. So, wie können wir das dritte Feld aktivieren? Ich kann vorbei und dieses Ding hier weiterreichen. Ah, den Reliktescanner verwenden. Alles klar. Das ist dann Dingsterbumsters Aufgabe. Ich zeige euch mal, wie man's macht. Haha. So, nächste Aufgabe, Batman. Genau, das Schild brauchen wir. Und daraus bauen wir dann sicherlich das nächste Ding, ne? Tada! Der gelbe Schalter. So, und das Ding tun wir sicherlich aktivieren. Ach nee, warte mal. Erstmal müssen wir das Ding überhaupt aktivieren. Genau, schwupp. So, und Batman gelb. Wildstyle. Grün? Hä? Es gibt doch gar kein grünes Feld. Na gut, wir gehen mal mit Wildstyle auf blau. Was ist denn das hier? Du kannst Farben mischen, um andere Farben herzustellen. Ah, das ist ja geil. Das ist ja geil. Okay, alles klar. So, und dann machen wir mal den guten Owen. So, welche Farbe... Aus welcher Farbe wird grün? Aus blau und gelb, ne? Also... Achso, ja, okay, alles klar, warte mal. Erstmal den gelben Batman auf das linke Toypad. Schwupp. So, dann die rote Wildstyle aufs mittlere. Und jetzt... Warte, wir müssen mal Wildstyle erstmal wieder die Farbe wegmachen. Achso, da muss ich an das Ding hauen. Genau, langsam, so langsam schnall ich's. Ups, Mikrofon ist weit weg, sorry. Langsam schnall ich's, habe ich gesagt. So, nochmal aktivieren und aus blau und gelb wird grün. Nein! Wie kann ich Farben mischen? Willst du mich jetzt verarschen? Nochmal. Du kannst Farben mischen, um andere Farben herzustellen. Misch die Farben und ahme das Rätselmuster nach. Ja, aber ich will doch. Du lässt mich ja nicht. Jetzt warte mal, das ist wieder so eine Aufgabe für mich. Also wir haben das Gelbe aktiviert, wir haben das Rote aktiviert. Und das rechte Feld soll jetzt grün werden. Ist jetzt irgendwie doof. Und grün wird bekanntlich aus Gelb und Blau. Aber wie kann ich denn die Farben mischen? Jetzt bin ich blau. Jetzt bin ich gelb. Hm.
Warte mal. Vielleicht muss ich zwei und... einen blauen und einen gelben Charakter aufs rechte Toypad. Ich bin aber auch ein Fuchs. Manchmal zumindest. Gut, damit haben wir die Rampe gebaut. Da können wir nochmal drüber zischen. Könnten wir eigentlich zur Abwechslung mal mit der Gyrosphäre machen. Aber vorher, jetzt ist tatsächlich der Punkt gekommen, wo ich mal speichern sollte. So, kann ich da jetzt noch was kaputt machen? Nee. Also, dann speichern wir erstmal. Das ist hier, speichern. Nichts kaputt machen. So, speichern und fortfahren. Dann rufen wir uns mal die neue Jurassic World Gyrosphäre rein. So. Klappt ja super. Okay, Gyrosphäre ist für den Hintern. Wir brauchen dann doch das Batmobil. Dieses Gefährt könnte selbst mit Schattenfell um die Wette rennen. Ja, gehen anscheinend nur Fahrzeuge mit Reifen. Hätten wir das auch geklärt. Und jetzt zu meinem nächsten Trick. Alter! Nicht schlecht. Das Schiff von den Avengers, die Statue aus Herr der Ringe, alle Franchises werden weiterhin wild durcheinander gewühlt. Oh, Gegner! Ja, ist auch ganz cool. Eben hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Wenn man nämlich in dem Batmobil sitzt, hat man nämlich auch gleich mehr Energie. Ups. Hilfe! Hilfe! Gandalf ist jetzt nicht unbedingt so gewohnt, Auto zu fahren, deswegen. Rennen. Okay, erstmal steig erstmal aus. Ist mir irgendwie zu schnell für so einen alten Mann. So, Herz brauche ich keins. So, das ist wohl wieder was für Wildstyle, Baby. So, Wildstyle aufs rechte Feld. Zack. Batmobil tun wir mal weg. Wildstyle aufs mittlere Feld. Zack. Und aufs linke Feld. Zack. Here we go. Gut. Hat sie eine riesengroße Super-Soaker gebastelt? Halt, das noch ein Legostein. So. Ja, was genau soll ich jetzt zerstören? Vielleicht noch erstmal gar nichts. Doch, hier. Alles, was blitzert, kann ich zerstören. Also, drauf. Wum. Läuft. Macht Spaß. Ich will noch weiter ballern. Okay, alles klar. Erstmal raus. So, Lego-Steinchen sammeln. Ah, die verschwinden alle. Nein! Die vielen wertvollen Lego-Steinchen. So, was willst du denn jetzt von mir? Nur Charaktere wie... Gollum, die silberne Lego-Explosion verursachen können, können silberne Lego-Steine zerstören. Habe ich da zufällig einen? Nee, ne, wäre auch zu schön gewesen. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, hätte sein können, dass irgendwas dabei ist. So, alles klar. Nützt ja nichts. Wir bauen das Ding hier zusammen. Oh, was ist da denn? Helden anheuern. Ach ja, das ist ja so eine neue Funktion, die sie implementiert haben. Warte mal, jetzt ist er weg. Oh, weil ich die Lego-Steine sammeln wollte. Ja, ab und zu gibt es nämlich die Möglichkeit, einen Helden anzuheuern, den man zwar nicht gekauft hat, aber den man dann mal irgendwie für ein paar Sekunden oder Minuten eben mal ausprobieren darf. Ja, ist ja doof. Das habe ich jetzt tatsächlich verpasst, ne? Ach ja, doch, er kommt wieder. Was? Also ich kann den für 30 Sekunden anheuern und das kostet mich 50.000 Steine? Ja, hätte ich mir eh nicht leisten können und will ich auch gar nicht. Gut. Achso, warte mal. Halt mal hier hoch. So. Darüber.
Und da hoch. Gut. Oh, ein weiteres dieser raffinierten Geräte. Gut. Gut. Ja, Portale öffnen sich. Eins da oben, eins bei uns und eins ganz oben bei Lord... Wie heißt der? Vector? Vextor? Irgendwie sowas. So, gucken wir also erstmal, was wir noch kaputt machen können. Tüp-tüp-tülü, alles klar. Dann gehen wir doch erst einmal, würde ich jetzt mal sagen, mit Batman auf das gegenüberliegende Dach. Ach shit, jetzt habe ich vergessen. Welches war das jetzt? Ich glaube das gelbe. Ich stelle ihn mal aufs gelbe Feld. Ja, war natürlich das Verkehrte, ich Idiot, ne? Das Lilane ist beim Boss da oben. Ich gehe rüber aufs blaue. Schwupp. So, erstmal ein paar Sachen kaputt machen. Wer kennt das ja? Ihr kennt das ja, die wilde Zerstörungswut. So, kann ich da eigentlich runterfallen? Ja, wahrscheinlich schon. Ich bin wieder hinüber, verliere alle Legosteine. Super Idee. Nein, silberner Legostein. Gut. Was uns das jetzt bringt, dass wir hier rauskommen, habe ich jetzt noch nicht ganz ergründet. Ich vermute, es hängt damit zusammen mit dem Endkampf, den wir jetzt vielleicht gleich haben werden. So, ich nehme jetzt einfach mal Gandalf, weil der eben diese Fernattacke hat, und schicke ihn hoch zu dem Endgegner. Schwupp. Ah, da haut er ab. Das sollte uns über den Flugzeug bringen. Das war schon. Oh, ihr seid noch da? Nun denn, wie ihr sehen könnt, entzieht sich nichts meiner Reichweite. Die Seekuh? Das ist Eisenbarts Schiff. Oh nein, das ist nicht gut. Tja, die einen nennen das Sammler, die anderen Messi. Der Junge sammelt ja wirklich alles. Von der Freiheitsstute, Statue über die Sphinx, über irgendwelche fliegenden Piratenschiffe. Ob das gesund ist, diese Sammelwaren, diese gesund ist, dieser Sammelwaren. Aber gut, warum eigentlich nicht? Wir spielen noch Lego Dimensions. Ja. Gut. Sonst irgendwas? Ist kaputt, das ist kaputt. Oh, sorry, Owen. Kann man da nicht lang gehen? Bringt das irgendwas? Nee, da kann man nicht. Da kann man auch nicht hoch. Oder? Kann man... Oh, da kann man hoch. Uiuiui. Ui. Schau mal einer. Gut. Also, liebe Kinder, bitte zu Hause und in der Stadt nicht nachmachen. Ja, man darf nicht einfach alles zerstören, was in der Lego... was in der Gegend rumliegt und eventuell nach Legosteinen aussieht. So. Wenn die Legosteine nicht immer so lästig weghüpfen würden, dass man denen dann noch groß hinterherlaufen muss. Es sollte wohl sicher gehen, dass dem keine bösen Zauber eingewebt wurden. Nein, scheint sicher. So. Das Ding müssen wir dann wieder mit dem Batmobil aktivieren. Ist da eine fliegende Kuh auf dem Schiff? Tatsächlich. Oh, schau mal. Das ist ja toll. Boah. Wuhu. Wuhu. Ist ja super. Aus was ist denn dieses fliegende Piratenschiff? Aus was für einem Film oder irgendwas? Ha, bringe ich jetzt irgendwie gar nicht mit dem Lego-Universum in Verbindung. So, da oben ist ja auch nochmal ein Geländer. Wie kommen wir denn da? Ach so, ja klar, mit Batman. Der gute alte Fledermausmann. Ja, herrlich. Wie in Gotham. Oh, ein blauer Legostein. Sehr schön. Ach, schau mal. Oben ist noch so ein Mixer. Ich habe sogar schon zwei gefunden. Oder was ist das? Das muss ich später analysieren. Okay. Ein bisschen aus wie eine Mischung oder wie so eine, ja, weiß nicht, Mixer-Kaffeemaschine. Gut, der nächste Schritt ist dann logischerweise mit dem Autofahren. Ja, wir brauchen das Batmobil. Schwupp, da ist es. Beziehungsweise da kommt es. Wir könnten es auch mal wieder umbauen, ne? Das ist ja dieses komische Schalldings der Bums, ne? Irgendwie ist das... Irgendwie gefällt mir das nicht. Komm, wir bauen es mal um. Ich bin wir Batman. Bauen es mal um. Wir nehmen mal wieder
Das klassische Batmobil. Ja, komm. Alles gut. Wir müssen es zum Glück nicht in real auch umbauen, sondern es reicht vollkommen, wenn wir das hier im Spiel machen. Irgendwo ist dann auch mal gut. Gut. Teutec erstellen. Jo, hab ich. Achso, du musst erstmal hochheben, wieder hinstellen. Chickeding. Eieiei, das dauert aber dieses Umbauen, ne? Ja, gut, okay. So, jetzt lass uns mal bitte weiterspielen. Dankeschön. Das Batman kann nämlich auch. Batmobil kann nämlich auch schön schießen. Verrückte Lego-Welt. Ich kann es nicht oft genug sagen. So. Ah, ja. Da können wir jetzt wieder die Elemente beherrschen. Wenn wir Batman auf die Mitte stellen. Schwupp. Hat er. Ach nee, ist ja die Blitzfunktion. Ich brauche ja die Wasserfunktion. Aber warte mal, ich könnte auch mal wieder den AC-U-Trooper mal wieder einsetzen. Schwupp. Ich hole mir nur noch einen Kaffee, dann bin ich bereit für die Arbeit. Achso, ich muss ihn aber nochmal anheben. Warte mal, nee, machen wir es mit Batman, komm. Zack. So, jetzt hat Batman die Wasserfunktion. Und kann hier nämlich löschen, ne? Feuer löschen, genau. Jetzt will ich also Legosteine einsammeln. Nicht, dass wir die hier verlieren. Achso, ja eben, er kann ja auch durchs Feuer durchlaufen. Das reicht ja schon. Gut, da oben ist dann Wildstyle am Zug. Wildstyle, du bist dran. So. Wildstyle aufs mittlere Toypad. Mit ihrem Relikte-Dingster-Bumster-Gerät. So, das ist jetzt ein Stromdingenskirchen. So, warte mal, wenn ich sie jetzt wieder aufs mittlere Feld stelle, kann ich das wahrscheinlich irgendwie aktivieren da oben, oder? Yeah, aufladen. Langsam schnallt er, wie das Spiel funktioniert. Gut. Dann gehen wir hier erstmal. Ah, kann man hier irgendwas kaputt machen eigentlich? Nee, das Schiff scheint relativ stabil zu sein. Oh, 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 oh. Ich wollte nicht runterfallen. Komm. Wieder da hoch. Wieder da lang. Und wenn wir oben angekommen sind, machen wir wieder einen kurzen Cut, würde ich sagen. Bevor wir uns hier rüber über die Freiheitsstatue bewegen und ja, dann vielleicht tatsächlich in den Finalkampf übergehen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ich bin gespannt, was als nächstes passiert. Ich denke mal, dass dann wirklich im nächsten Abschnitt jetzt dann der Bosskampf kommt. Da lacht er schon freudig vor sich hin. Ich freue mich, wenn ihr dem Video ein Däumchen nach oben gebt, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und ja, hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin. Tschüss.